Also sie sind ja nach einer gewissen Pause oder Abstinenz jetzt wieder eingestiegen in den USA, also legen jetzt wieder los. Und warum gerade jetzt? Naja, gerade jetzt ist ungefähr ein Jahr zurück. Wir haben letztes Jahr für 1 Milliarde Immobilien in den USA eingekauft, vorwiegend in New York, aber eben auch in anderen Städten. Wir sahen jetzt da eine gute Voraussetzung gegeben, weil einerseits die Market Fundamentals sich verbessern, das heißt, Mietnachfrage steigt, Mietpreise gehen eher nach oben und gleichzeitig sehr günstige Finanzierungskonditionen herrschen, die Krisenerscheinungen eigentlich in Amerika jedenfalls weitgehend abgearbeitet sind, vor allen Dingen bei den Banken, sind also auch leichter Finanzierungen wieder machbar. Und wie gesagt, auch, dass die Wirtschaft insgesamt den Tiefpunkt verlassen hat, eher nach oben geht, das schien uns eigentlich der richtige Mix zu sein. Für den Core-Bereich und Core-Plus-Bereich, also den traditionellen Bereich, wo wir auch immer stark waren, nämlich Immobilien, die lange Mietverträge haben, die gut vermietet sind und dann Ausschüttungen produzieren für die Kunden, wieder richtig anzufangen. Ja, mir hat ein anderer Marktteilnehmer gesagt, Jamestown legt wieder los, jetzt können wir auch wieder loslegen, weil das für den Markt das Startsignal ist für die USA. Wie kriegt man solche Zeitpunkte mit? Naja, also einmal sind wir im Gegensatz zu vielen anderen natürlich sehr stark lokal vertreten. Wir haben 200 Leute in Amerika, die machen Einkauf, Asset Management, Vermietung. Da sind sie sehr nah dran und merken schon, wenn sich das Klima ändert. Und das müssen wir nicht in der Zeitung lesen, wenn das so ist, sondern wir spüren das im Verhalten der Mieter vor allen Dingen. Und wir haben ja deshalb auch das Property Management, machen wir selber, um möglichst nah an den Mieter dran zu sein, weil der ist die wichtigste Informationsquelle, die sie eigentlich haben können, um die Tendenzen sehr frühzeitig zu erkennen. Und dann ergeben sich entweder neue Chancen, auf die sie frühzeitig reagieren können, oder eben sie sehen Probleme viel, viel früher, als sie andere sehen und auch können dann auch dadurch schneller darauf reagieren. Kann man denn sagen, dass es in bestimmten wirtschaftlichen Segmenten oder an bestimmten Standorten anzieht, oder ist es generell interessant? Nein, nein, es ist schon sehr unterschiedlich. Die stärksten Märkte sind die bekannten, also New York, San Francisco, die beiden im Moment eindeutig. San Francisco noch vor New York in den Fundamentals, also in der zurückgehenden Leerstandsrate, in den steigenden Mietpreisen. In San Francisco haben wir 2 Jahre jetzt mit 15% Mietsteigerung jedes Jahr. Das ist eine gewaltige Nachfrage. Das andere Gute, das trifft jetzt auch für New York, für fast alle diese Märkte zu. Es wird so gut wie gar nicht gebaut, weil es auch heute noch sehr schwierig ist, Baufinanzierung zu bekommen, um Bürogebäude oder sowas zu bauen. Das heißt, von der Angebotsseite droht auch noch keine Gefahr. Sie haben eben gesagt, die amerikanischen Banken finanzieren wieder, weil sie aus dem Gröbsten raus sind. Sind die amerikanischen Banken da weiter als die europäischen? Mein Eindruck ist auf jeden Fall so, die haben ihre Probleme weitgehend abgearbeitet. Das macht sie jetzt auch wieder offensiv. Sie können heute zwischen einer relativ hohen Zahl von Banken wählen, die machen sich auch wieder richtig Konkurrenz. Das spüren wir bei den Margen, die eher rückläufig sind, was natürlich für uns angenehm ist. Aber auch bei allen anderen Konditionen ist das spürbar, dass die amerikanischen Banken auf offensiv umgeschaltet haben, während mein Eindruck ist, dass sie in Europa doch noch eher sehr defensiv die Banken agieren. Ja, das hört man auch hier immer wieder, das stimmt, dass die europäischen Banken sehr zugeknöpft sind. Wie ist es denn mit den Wettbewerbern? Man würde jetzt erstmal einfach denken, dass amerikanische Investoren einen gewissen Heimvorteil haben und sind sehr stark da vertreten. Das heißt, der Heimvorteil gilt für sie insofern auch wahrscheinlich. Sind die amerikanischen Investoren jetzt ähnlich wie Jamestown auch auf dem Thema Einkaufen eingestiegen? Ja, also ich sage mal auch, wir sind leider nicht die Einzigen, die dort einkaufen wollen, sondern es gibt auch da Konkurrenz. Im Übrigen definieren wir Jamestown als ein amerikanisches Immobilienunternehmen mit deutschen Wurzeln und deutscher Präsenz. Und nicht als deutsches Unternehmen, das in Amerika investiert. Ja, das ist schon aber auch absolut angemessen.
denn wir haben 40 Mitarbeiter in Köln und über 200 in den USA. Alle Assets, alle Immobilien sind in den USA. Da ist dieser Anspruch auch berechtigt, uns so zu definieren. Ja. Gibt es denn neben Büro andere spannende Assetklassen, Einzelhandel, Hotel? Kann man da Tendenzen sehen? Also wir sind stark unterwegs mit Einzelhandel, aber nicht in Form von Shoppingcentern oder Malls. Wir sehen von den Mietern heraus, dass die den Wunsch haben, wieder in innerstädtische Einkaufsstraßen zu gehen. Gerade in Amerika, da gibt es natürlich nicht allzu viel von in Amerika, aber wir versuchen da einzukaufen, weil wir den Trend von den Mietern her sehen, dass die an diese Standorte wollen, und haben uns also deshalb sowohl in Boston wie in Washington als wie auch jetzt in der Westküste bemüht, möglichst viele dieser innerstädtischen Einkaufsstandorte zu kaufen. Geschlossene Fonds hatten ja in den letzten Jahren nicht die allerbeste Presse. Hat sich das irgendwie ausgewirkt auf das Anlegerverhalten in Deutschland? Also ich kann das nicht für andere beantworten, aber jedenfalls bei uns nicht. Wir haben seit Anfang 2000, Mitte 2011 fast 10.000 Anleger für Jamestown 27, den wir jetzt geschlossen haben, eingeworben mit 420 Millionen Dollar Eigenkapital. Also das ist sicherlich keine Krise. Das ist sicherlich keine Krise. Krise klingt anders. Herr Karl, vielen Dank. Schöne MIPIM wünsche ich Ihnen noch. Und ja, wir sehen uns. Vielen Dank. Hat mich gefreut. Mich auch. Und auch Ihnen noch schöne MIPIM. Dankeschön. Okay.